Ihr wolltet schon immer mal wissen, wo die Superreichen auf Mallorca leben, wie sie so ihren Alltag verbringen, was sie so den ganzen Tag machen. Wir zeigen euch heute im Rahmen unseres Mallorca Lifestyle Vlogs deren Welt. Kommt mal mit und schaut euch das Ganze an. Ja, natürlich spielt die Nautikwelt und Boote auch eine große Rolle bei den Superreichen auf Mallorca. Wenn ihr diese Boote hier seht, ist natürlich der Wahnsinn. Das sind Wahnsinnsjachten, die hier stehen. Obwohl die noch relativ klein sind im Vergleich zu dem, was es hier noch so gibt auf der Insel, ist schon Wahnsinn. Wir sind hier gerade an der Alten Mole in Palma. Hier gibt es einige wirklich gute Restaurants, gute Spots, wo sich die Schönen und Reichen so treffen hier auf der Insel. Wir sind direkt gegenüber von der Kathedrale und das ist auf jeden Fall auch einer der Spots, der besonders interessant ist und ja, wo auch der ein oder andere Weltfußballer wie Cristiano Ronaldo mal zum Essen herkommt. So, jetzt gehen wir mal von der Alten Mole zu unserem Auto und fahren mal in das wohl teuerste und hochwertigste Viertel von Mallorca, von Palma de Mallorca, von der Hauptstadt, das sogenannte Bel Air von Mallorca. Ja, Son Vida nennt sich das Stadtteil, ist ein sehr, sehr luxuriöses Wohnviertel, wo wirklich sehr, sehr viele bekannte Persönlichkeiten leben, von Profifußballern über Großindustrielle, über Schauspieler, Hollywood-Stars, das ist eigentlich alles dabei. Kommt mal mit und schaut euch das Ganze an. Ja, und wo natürlich ein Großteil der Superreichen auf Mallorca ihre Yachten stehen hat, ist hier in Palma. Club Nautico von Palma, Club del Mar. Ja, man sieht hier einige wirklich tolle Yachten, beeindruckende Yachten, wenn ihr da mal hinterschaut. Das sind Yachten, die kosten teilweise zweistellige Millionenbeträge. Wahrscheinlich gibt es auch die eine oder andere, die auch dreistellige Millionenbeträge kostet. Allerdings haben wir jetzt gerade nicht oder keine. Aber das sieht wirklich fies aus. Ne? Schaut mal hier drüben, das ist schon eine Ansage. Also zweistelliger Millionenbereich definitiv, dreistellig, ja, kann ich nicht so einschätzen. Ich bin kein Nautik-Experte. Aber vielleicht habt ihr ja, oder kennt ihr das, die Yacht sogar? Und könnt mal sagen, was das kostet in den Kommentaren gerne. Schon Wahnsinn. Ja, hier in dem Bereich haben auf jeden Fall viele ihre wirklich großen Boote stehen, große Yachten. Dann haben wir eigentlich noch zwei weitere ja, Hotspots für solche Yachten. Und das ist einmal Puerto Portals, ja, das ist der Hafen von Portals. Das ist sozusagen der, ich würde fast sagen, luxuriöseste Hafen auf Mallorca. Wo man auch die besten Restaurants hat, die beste Gastronomie. Da fahren wir auch gleich hin und zeigen euch das mal. Und abseits davon gibt es noch den Port Adriano. Der Port Adriano ist im Südwesten, El Toro. Und ja, da stehen natürlich auch Wahnsinnsschiffe, Wahnsinnsjachten. Absoluter Hotspot. Und ja, das sind eigentlich so die Bereiche, wo sich diese wirklich luxuriösen Yachten ansiedeln. Das heißt entweder Palma oder eben Port Adriano oder eben auch Puerto Portals. Wobei in Puerto Portals sind es dann eher kleinere Yachten, aber auch sehr exklusive Yachten. Also das ist schon, ja, schon eine Hausnummer. So, jetzt sind wir hier in Son Vida. Hier leben sie, die Superreichen, egal ob der Profifußballer, der Großindustrielle oder auch der Hollywoodstar. Hier sind sie alle zu Hause und das ist der wohl luxuriöseste Stadtteil von Palma. Wir sind so gut 10 Minuten von der City entfernt mit dem Auto. Wir sind etwas erhöht gelegen, das heißt, man hat einen schönen Blick über die ganze Stadt und es ist natürlich sehr, sehr privat. Ne? Das heißt, die hier leben, es gibt nur eine Zufahrt. Ja? Das heißt, diese Zufahrt ist auch bewacht, da steht immer ein Pförtner bzw. zwei. Und das ist ja genau das, was die Menschen hier suchen. Sie möchten so abgeschottet wie möglich sein. Sie suchen kein, oder sage ich mal, keine gute Infrastruktur oder gar keine gute Anbindung, wenn man das so sagen kann. Sondern sie wollen das. Sie wollen Privacy, wollen aber trotzdem irgendwo schon auch eine gute Infrastruktur haben. Wollen kurze Wege haben, wollen schnell in Palma sein, wollen schnell am Wasser sein. Ja, aber sie interessiert es eben nicht, ob jetzt ein Supermarkt in der Ortschaft ist oder nicht. Ne? Den gibt es hier nicht. Das heißt, man muss immer rausfahren, aber in der Regel haben solche Menschen ja oftmals auch Bedienstete, wenn ihr diese Häuser hier seht. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier steht. Also wir haben hier Häuser, dass ihr mal eine Idee habt. Die fangen an auf schlechten Grundstücken, ohne Weitblick, ohne Mehrblick. Renovierungsbedürftig irgendwo für 2 Millionen Euro. Und das Ganze geht hoch. Wir haben gerade das teuerste Haus Mallorcas. Und ich glaube sogar das teuerste Haus Spaniens aktuell, das hier zum Verkauf steht. Die Villa Solitaire, die kostet 65 Millionen Euro. Also das ist ja wirklich auch eine Wahnsinns, sind Wahnsinnswerte, die ich da nenne. Und wenn ihr das seht, jetzt fahren wir hier gleich vorbei. Wenn wir in den Pinien durch sind, dann sehen wir es ganz gut. Das sind natürlich Mordsvillen, die hier stehen. Also es wird hier sehr, sehr viel verkauft im zweistelligen Millionenbereich. Es ist nicht so, dass das Häuser sind, die dann am Ende des Tages gar keinen Käufer finden oder nicht verkauft werden. Nein, diese Häuser werden verkauft. Diese Häuser werden regelmäßig verkauft und es gibt jedes Jahr wirklich sehr, sehr viele Menschen, die hier investieren. Diese tolle Villa hier, die hier gerade entsteht,
Die haben wir auch im Verkauf. Wenn das interessant ist, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Die wird sich knapp noch im einstelligen Millionenbereich bewegen preislich. Aber auch sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr modern. Und hier leben sie. Hier leben sie, hier haben sie ihre Häuser. Ja, natürlich sind wir auch diskret und werden jetzt nicht die Namen unserer Kunden hier rausposaunen, das ist ja ganz klar. Aber einige, die bekannt sind, von denen man eben öffentlich weiß, dass sie hier leben, die können wir auf jeden Fall nennen. Und das sind unter anderem Bastian Schweinsteiger, das sind unter anderem Oliver Kahn, das sind hochrangige Investment- oder Hedgefondsmanager von Goldman Sachs zum Beispiel. Einer baut hier gerade, das weiß man auch. Und allgemein viel gebaut. Es wird allgemein sehr viel gebaut. Es gibt eine riesen Bauaktivität und man sieht das, also egal ob das Neubauten sind oder Umbauten. Ich meine, die letzten Sahnegrundstücke, die sind weitestgehend schon verkauft. Es gibt nicht mehr viel und die es gibt, die sind sehr, sehr hochpreisig. Ihr seht mal hier das Meer, das ist wirklich auch ein Mordsausblick. Und das ist schon wieder, das ist der teuerste Stadtteil von Mallorca, von Palma. Und hier leben die Superreichen, ihr seht, hier wird gebaut, ja, extrem viel gebaut. Und ja, hier haben wir wirklich noch eine sehr, sehr spannende Villa. Die haben wir auch im Verkauf. Die ist gerade fertiggestellt worden. Die ist gerade auch reduziert worden auf 5,95 Millionen Euro. Das ist ein sehr, sehr spannendes Objekt. Preis-Leistung stimmt für Son wieder hier allemal. Wir blenden das auch jetzt nochmal ein, das Video, unten rechts. Und da könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Denn das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Objekt, was jetzt gerade zum Verkauf steht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, an welchen Spots die Leute hier in Son Vida denn so essen gehen. Es gibt hier auch das ein oder andere gastronomische Erlebnis. Wir fahren jetzt ins Schlosshotel Castillo Son Vida auf einen Kaffee und zeigen euch mal, wie die Schönen und Reichen hier so essen und trinken gehen. So, jetzt sind wir hier im Schlosshotel von Son Vida. Mit dem Wahnsinnsblick über Palma, wie ihr sehen könnt. Und ja, wir sind hier zur absoluten Mittagszeit da. Wir haben jetzt 14.30 Uhr, das heißt, ja, brütende Sonne im Juli auf Mallorca. Entsprechend ist hier nicht bewirtschaftet. Also bis 17 Uhr ist das Ganze zu. Aber anschließend wird hier Kaffee getrunken, wird hier gegessen, wird hier gelacht und wird hier Spaß gehabt. Also genau hier kommen sie her, die Superreichen auf Mallorca in Son Vida, wenn sie einen Kaffee trinken, wenn sie Croissant morgens essen oder wenn sie eben auch zum Mittag oder zur Abend speisen. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt zeigen wir euch den luxuriösesten Hafen von Mallorca. Und ja, das ist der absolute Jet-Set-Treff Puerto Portals. Und ja, kommt mal mit. So, jetzt sind wir in Puerto Portals, am Hafen von Portals. Das ist wahrscheinlich der exklusivste Hafen auf Mallorca, mitunter auch in Spanien. Es gibt noch einen in Marbella, Puerto Banús, der ist ähnlich und ja, auch ein ähnliches Publikum. Aber das ist hier schon so der absolute Jet-Set-Treffpunkt. Also hier haben wir das Café Cappuccino. Das ist so das ja, exklusivste, bekannteste Café. Die haben auch die beste Terrasse, ganz klar, und natürlich auch den besten Cappuccino. Und ja, wir gucken uns das mal an. Ihr seht die Boote hier, die Yachten, also das ist so der Treffpunkt. Also hier kommen sie her, alle, die, sag ich mal, sehen und gesehen werden wollen, die kommen hierher nach Puerto Portals und ja, zum Planieren, um sich zur Schau zu stellen, um die Show zu genießen. Das ist so ein bisschen, was die Menschen hier machen. Und wir gucken uns das einfach an. Ja, ich sage immer so ein bisschen wie im Zoo, ne? Man sitzt sich dann hier hin, ins Ritzi, isst schön was, ne? Kann man tatsächlich auch sehr gut essen. Und dann schaut man und dann observiert man, dann guckt man, was sich hier so abspielt, wer hier so herkommt. Also das ist ja ähnlich wie im Zoo. Nur das Affentheater machen wir selbst. Ja, der erste Schritt ist meistens ein Haus oder ja, eine Wohnung auf Mallorca. Und der zweite Schritt ist dann in diesen Kreisen oftmals das Boot, die Yacht. Ja, das ist die logische Vorgehensweise. Und ja, genießt man natürlich viel Zeit auf dem Wasser, viel Zeit auf seiner Yacht. Viele schlafen dann auch auf den Yachten im Hafen oder auch mal auf hoher See. Und ja, das kann man natürlich auch, ne? Wenn man sich diese Boote hier anschaut, die Yachten, das ist natürlich Wahnsinn. Das ist natürlich auch Yachten, da kann man es aushalten. Die haben einen schönen Schlafbereich, die haben schöne Küchen, sind komplett ausgestattet. Also da fehlt es an nichts. Ne? Das ist eigentlich wie ein vollständiges Häuschen, vollständiges Apartment. Teilweise sind es sehr fürstliche Häuser, keine Häuschen mehr. Das kommt natürlich immer auf die Größe an. Hier hinten haben wir eher die größeren Yachten, wenn wir dahinter zoomen. Hier ist es relativ ja, normal, wenn man das so sagen kann. Also, wenn man es auch mit. Ja, will man es auch mit zufrieden geben, auf jeden Fall. Ja. Ja, es sind schon schöne Yachten. Es sind schon schöne Yachten und es ist hier so der absolute Hotspot. Ne? Also Puerto Portals hier auf Mallorca ist wirklich sehen und gesehen werden. Hier kommen sie alle her, egal ob das Fußballer sind, ob das
die komplette A-, B- und C-Prominenz aus Deutschland, aus England. Die Amerikaner kommen her, Hollywood-Stars gehen hier essen. Also das ist schon sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr heißes Pflaster. Und auch ein sehr schöner Ort natürlich. Ne? Das hat natürlich auch sein Ambiente. Ich meine, wir sind in 10, 15 Minuten in Palma. Und entsprechend ist ja auch strategisch gut gelegen. Ne? Man will ja auch immer kurze Wege, gerade zum Flughafen. Und entsprechend ist das schon, ja, ist das schon gut. Ja, jetzt haben wir gezeigt, wo sie so leben, die Superreichen auf Mallorca, welchem Wohngebiet, wo sie so speisen gehen, wo sie so flanieren auf ihren Yachten. Ich glaube, was jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen die Einkaufsmöglichkeiten, das Shopping. Ne? Also wo gehen denn diese Leute shoppen, wo gehen die einkaufen? Ich glaube, wir zeigen euch einfach mal die exklusivste Einkaufs-Shopping-Meile überhaupt von Mallorca, den Paseo del Borne. Kommt mal mit und schaut euch das Ganze an. So, jetzt sind wir direkt neben der Kathedrale und zwar direkt an der Plaza de la Reina. Hier beginnt die ja wohl prunkvollste Shoppingmeile von Mallorca, der Paseo del Borne. Und jetzt zeigen wir euch, was es hier alles so gibt, was man hier für Einkaufsmöglichkeiten hat und ja, welche Marken hier vor allen Dingen angesiedelt sind. Kommt mal mit und schaut euch das Ganze an. Also hier geht's schon los, Hugo Boss, na? Da beginnt die Reise. Jeder Laden in Hongbu, immer ausreserviert hier vorne. Wo meinst du? Also ich muss ehrlich sein, ich habe hier noch gar nicht gegessen. Ist es gut? Kannst du das empfehlen? Ich war auch noch nicht da, weil es immer ausreserviert ist. Okay. Ah, muss es gut sein. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, ne? Ja gut, TripAdvisor ist immer gefährlich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, bei TripAdvisor musst du wirklich aufpassen. Das ist sehr, sehr stark manipuliert. Und ja, ist schon nicht ohne. Also da ist man mal ganz schnell auf der 3, auf der 4 oder 5, aber auch auf der 1 oder 2. Ich meine, man braucht am Ende des Tages nur eine Handvoll ja, fähiger Inder zu beauftragen, auf der anderen Seite der Welt das umzusetzen. Die Erfahrung habe ich bei TripAdvisor auf jeden Fall gemacht. Also TripAdvisor, Restaurant-Tipps nehme ich gar nicht ernst, schaue ich mir gar nicht an. Weil ja, die sind nicht wirklich, ja, nicht wirklich authentisch. So, jetzt wird's nobel. Louis Vuitton. Also alle, die auf Louis Vuitton stehen, die kommen hier auf ihre Kosten. Ich glaube, früher war das nur der Teil hier gewesen, oder? Wir hatten früher einen Museum. Genau. Irgendwann haben sie den übernommen, ne? Irgendwann haben sie den übernommen und irgendwann übernehmen sie dann das deutsche Uhrenhaus. Nee, glaube ich nicht. Also ja, hier haben wir, wie gesagt, Louis Vuitton. Hier haben wir die Relojería Alemana, das deutsche Uhrenhaus wörtlich übersetzt, obwohl es vorwiegend Schweizer Uhren sind, die natürlich verkauft werden. Muss man aufpassen. Ja, schauen wir mal, was sie so im Schaufenster haben. Ja, der Klassiker, die Submariner. Früher war das ja die Kellner-Rolex gewesen. Ich meine, die jetzt nicht mit dem Ziffernblatt und in den Farben nicht und auch nicht die vollvergoldete oder teilvergoldete. Aber so diese Standard-Submariner-Rolex, das war ja so im Volksmund die Kellner-Rolex, die hat man wirklich so genannt. Ne? Hat man früher auch, ich kann mich da gut dran erinnern, so vor 10 Jahren noch, 10, 12 Jahren, hat so eine Submariner-Rolex standardmäßig 4.500, 5.000 Euro irgendwo gekostet. Jetzt kriegt man die, glaube ich, nicht mehr unter 9 oder 10, aber ich bin da auch kein Experte. Ist schon interessant. Ja, hier geht es auf jeden Fall shoppen, die schönen und reichen auf Mallorca. Ist natürlich auch schön, wir sind hier mitten in der Altstadt, ja, das heißt historische Gebäude, schöne Hausfassaden. Ja, macht auf jeden Fall was her. So, hier ist Udo Walz, da gehen dann die schönen und reichen ihre Haare schneiden. Mein Friseur heißt Hassan, ist in El Arenal an der Playa de Palma und ich glaube, das wäre auch bei mir nicht, ja, nicht besonders wirtschaftlich gedacht, ne, wenn ich zu Udo Walz gehen würde. Ich glaube, das würde weniger Sinn machen. Also da bin ich schon gut bei Hassan aufgehoben, aber hier gehen auf jeden Fall die schönen Reichen die Haare schneiden. Also er hat auch Louis hier hinter uns. Das ist dann sozusagen der echte Louis Store. Dann hat man nochmal den Outlet Store direkt vor der Tür. Ja, Bulgari. Alle hier. Escada. Breitling. Also hier gehen die Superreichen auf Mallorca auf jeden Fall flanieren und shoppen, nicht jobben. Jobben tun sie nicht. Ja, ist auf jeden Fall einladend hier. Und man hat sehr, sehr viele Luxusbrands. Früher gab es hier auch noch Philipp Plein, den gibt es hier nicht mehr. Hat sich wohl nicht gelohnt. Zu viele Pauschaltouristen, zu viele Kreuzfahrttouristen, die dann hier unterwegs waren. Aber ja, ist ja am Ende des Tages auch Branding, ne? Weil man möchte gerade an solchen Standorten, möchte man ja gesehen werden als Luxusbrand, als Luxusmarke. Und entsprechend, ja, siedeln sie sich hier natürlich alle an. Auch in den Nebengassen hat es auch noch dick
FKNY und hast nicht gesehen. Also es ist ja nicht nur hier. Ne? Ja. Es ist schon, das schneckt sich noch mal ein bisschen hier überall. Ja, ist auf jeden Fall viel zu sehen. Also ihr Lieben, ich hoffe, das Ganze war für euch interessant gewesen. Wenn dem so ist, bitte einmal den Kanal abonnieren und uns auch einen Kommentar da lassen für den Algorithmus. So leben die Reichen, die Schönen, die Millionäre, die Superreichen auf Mallorca. In den Wohngebieten, in denen sie leben, sondern wieder, haben wir euch vorhin gezeigt, das ist das exklusivste Wohngebiet auf Mallorca. Mit heute bis zu 65 Millionen Euro Verkaufspreise, das ist schon Wahnsinn. Hier gehen sie auf jeden Fall shoppen und in Puerto Portales gehen sie dann auch flanieren und essen. Also das sind so die Spots, wo sie sich eigentlich aufhalten. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn das so ist, bitte, wie gesagt, nochmal gerne in den Kommentaren kundtun. Wir wünschen euch alles Gute und wenn ihr eine Luxusimmobilie sucht, dann könnt ihr uns gerne auch jederzeit kontaktieren. www.sae-mallorca.com. Gerne telefonisch, gerne über die sozialen Netzwerke. Bis zum nächsten Mal und hasta luego.